Ja, Frau Präsidentin, das fällt mir ja richtig schwer jetzt auch nach diesen pathetischen Worten von vielen Kolleginnen und Kollegen. Ich wollte es doch versuchen zur Sache. Was ich vielleicht zu dem Kollegen Herrn Humberg sagen darf, viele in meiner Fraktion, die sich nicht in jedem Zipfel von Nordrhein-Westfalen so gut auskennen, behaupten, dass dein Dialekt doch sauerländisch sei und ich vehement widersprechen muss. Und die Differenzen in der nordrhein-westfälischen Dialekten gerne meiner Fraktion noch weiter erkläre. Und da bist du das beste Beispiel für, dass das natürlich das nördliche Münsterland ist und dass wir das sehr eindeutig hören. Und ich bin dir auch dankbar für diese Bereicherung hier. Liebe Kolleginnen und Kollegen, kurz zur Jugendpartizipation, eigentlich ja auch ein Herzensanliegen von vielen hier. Je mehr Kinder und Jugendliche wir heute glaubhaft verbindlich beteiligen, desto stabiler ist unsere Demokratie von morgen. Das wissen wir alle. Und Beteiligung von Jugendlichen, das ist nicht nur Spaß und nettes Beiwerk, sondern das ist Pflicht. Das ist verankert in der UN-Kinderrechtskonvention. Da ist die Beteiligung eine der tragenden Säulen, aber auch in unserer NRW-Verfassung und im Kinder- und Jugendförderungsgesetz. Kinder und Jugendliche sind umfassend und rechtzeitig bei allen Belangen, die sie betreffen, zu beteiligen. Und ich behaupte leider immer noch, das ist das am häufigsten ignorierte Gesetz in Nordrhein-Westfalen, weil das so noch nicht stattfindet. Wir haben in den letzten 5 Jahren hier einiges auf den Weg gebracht. Ich darf vielleicht auch sagen, in den letzten 7 Jahren. Wir haben die Drittelparität in den Schulkonferenzen wiederhergestellt. Wir haben den Anteil der Partizipation im Kinder- und Jugendförderplan besser ausgestattet. Wir haben die Servicestelle Jugendbeteiligung für Träger, Kommunen und Jugendliche eingerichtet, die eben beraten, wie Partizipationsprozesse vor Ort angestoßen werden können. Die Landesregierung hat 2-mal eine Jugendkonferenz durchgeführt. All das ist sicherlich sinnvoll. Hier im Landtag, Frau Präsidentin, findet der Jugendlandtag statt. Das ist auch ein wunderbares Planspiel. Und wir haben diesen Antrag hier, um das Ergebnis zu sichern von einem Dialog, von einem Prozess, wo die jugendpolitischen Sprecherinnen und Sprecher sich in Workshops begeben haben mit dem Landesjugendring, der Landesschülerinnenvertretung und Vertreterinnen und Vertretern vom Kinder- und Jugendrat NRW. Das war gut, das war spannend, das war sehr auf Augenhöhe, das hat Spaß gemacht. Und diesen Prozess wollen wir eben sichern, damit der nächste Landtag auch die Instrumente auf den Weg bringen kann, damit das tatsächlich dann auch hier umgesetzt wird. Weil genau bei den Instrumenten haben wir uns dann ein bisschen verhakt. So ehrlich müssen wir jetzt auch an diesem letzten Plenartag sein. Die CDU will einfach in der Regel ein Kinder- und Jugendparlament, so wie ein Planspiel als dauerhaftes Gremium. Und wir sind der Auffassung, der Instrumentenkoffer muss eben offen sein und darf nicht von uns vorgegeben werden. Und es mag sich auch verändern. Vielleicht möchten Jugendliche ja nicht ausschließlich unsere Spiele hier nachspielen. Das ist Verpflichtung für den nächsten Landtag, sich das genau anzugucken. Wir Grüne werden auch weiter kämpfen für Wahlalter 16. Wir werden weiter dafür kämpfen, dass das Kinder- und Jugendförderungsgesetz das am häufigsten beachtete Gesetz in Nordrhein-Westfalen ist. Vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank, Frau Kollegin Hanses.